Viele haben darauf gewartet, dass die BRICS-Länder eine goldgedeckte Währung bekannt geben, jetzt im August. Und was war dann? Nichts. Aber es gibt ein Land, das wirklich eine neue Währung eingeführt hat, die jetzt auch mit Goldreserven gedeckt werden soll im Wert von 100 Millionen Dollar. Worum geht's da? Wie sind da die Aussichten? Und was heißt das für den Rest der Welt? Eine Währung, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Frei nach Herr der Ringe, herzlich willkommen. Viele Anleger haben ja darauf gewartet jetzt, dass die BRICS-Länder auf ihrem Gipfel jetzt eine gemeinsame große Währung ankündigen. Und vor allem viele Goldfans haben das ja auch gehofft, weil diese Währung, die hätte dann ja auch goldgedeckt sein sollen. Sagenhaft ein Riesengedöns, aber wie wir wissen, es ist dann erstmal gar nichts angekündigt worden in die Richtung. Und darum heute erstmal vielen Dank, dass Sie sich das Video hier heute trotzdem anschauen, dass Sie also nicht gesagt haben, nochmal falle ich nicht drauf rein auf so einen Quatsch mit goldgedeckten Währungen. Und zweitens, Sie hätten aber auch gar nicht drauf reinfallen müssen natürlich, weil ich habe hier nämlich Mitte Juli schon ein Video dazu gemacht, dass es so eben nicht kommen wird. Da hätten Sie sich dann auch viel Kopfzerbrechen gespart, wenn Sie das gesehen hätten. Und vielleicht wissen Sie das ja auch zu würdigen mit einem Kanalabo. Es geht mal jetzt nicht darum, dass ich irgendwas mies machen will hier, Gold zum Beispiel, warum sollte ich das auch tun? Und ich habe natürlich auch nicht immer recht, aber ich versuche eben wenigstens das Ganze möglichst sachlich darzustellen, das ist ja auch in Ihrem Sinne. Und gerade bei dem BRICS-Thema, da hat man eben den Eindruck gehabt, viele YouTuber sind jetzt nur noch irgendwie Außenstellen von Kettner Edelmetalle. Zum Kanalabo geht's hier unten. Heute geht es um ein Land, das eine digitale goldgedeckte Währung eingeführt hat. Das ist für alle Goldfans und auch für alle Kryptofans ein Traum. Es gibt zwar schon goldgedeckte Kryptowährungen, es gibt aber noch keine, die von einer Regierung aufgelegt worden sind und die auch ein offizielles Zahlungsmittel sind. Und seien Sie jetzt nicht enttäuscht, wenn Sie jetzt hören, dass das Ganze noch am Anfang steht, und seien Sie auch nicht enttäuscht, dass es da jetzt um ein armes Land geht. Das ist nicht überraschend, weil man geht natürlich genau da solche Wege, wo der Leidensdruck jetzt eben schon besonders hoch ist. Und es geht jetzt auch um mehr als nur ein einzelnes Land, es geht da auch ums Prinzip bei der ganzen Sache. Wir sprechen von Simbabwe. Simbabwe, früher Rhodesien, ein Land in Südostafrika, ein Land, von dem man als Anleger nicht besonders viel hört und von dem sie wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr viel hören werden. Es ist in Afrika ein Klassiker, es ist bettelarm, obwohl es unglaublich viele Rohstoffe hat, obwohl es ein tolles Touristenziel sein könnte, es hat schöne Landschaften, es hat einige Nationalparks, es hat die Victoria-Fälle und. Und obwohl es auch sehr fruchtbar ist, aber im Jahr 2000 sind die weißen Landbesitzer vertrieben worden und enteignet worden und der Sektor hat dann auch sehr drunter gelitten. Simbabwe hat außerdem jahrzehntelang gelitten unter der Diktatur von Robert Mugabe und viel besser ist es inzwischen da auch nicht. Also die Wahl vor 2 Wochen zum Beispiel, das war auch, naja. Und das Hauptproblem von Simbabwe wirtschaftlich, das ist die Währung. 2009 gab es eine Hyperinflation, der Simbabwe-Dollar ist damals komplett zusammengebrochen, dann gab es 10 Jahre lang eigentlich überhaupt keine richtige Währung. Dann hat man versucht, einen neuen Simbabwe-Dollar wieder einzuführen, hat den dann erstmal an den Dollar gekoppelt auch, an den US-Dollar. Das hat dann aber auch nicht funktioniert und jetzt fällt er schon wieder ins Bodenlose. Ich habe hier leider keinen richtig guten Chart gefunden vom Simbabwe-Dollar,
Aber stellen Sie sich einfach die Umfragewerte der Ampelkoalition vor und das dann nochmal mal 10 nach unten. Im ersten Halbjahr ist er zum US-Dollar schon um 80% gefallen und dadurch haben wir jetzt einen Leitzins in Simbabwe von 150% und eine Inflation von 176%. Das Vertrauen in die Währung ist bei Null. Jeder, der irgendwie Geld hat da, der versucht sofort, dass er das gleich wieder los wird, dass er es in US-Dollar eintauscht, was aber eigentlich auch nur auf dem Schwarzmarkt geht und dadurch blutet das Land aber komplett aus. Kann man in so einer Situation mit Gold noch was retten? Die Notenbank hofft das. Letztes Jahr hat sie schon einen Haufen Goldmünzen geprägt und in Umlauf gebracht und die digitale Währung, die es jetzt gibt, die ist sozusagen, oder das sind sozusagen diese Goldmünzen nochmal einfach in digitaler Form. Die Notenbank will dafür jetzt Goldreserven aufbauen im Wert von 100 Millionen Dollar. Im April sind die ersten Token schon verkauft worden in einer Auktion für 39 Millionen Dollar. Die haben die Leute bis jetzt noch in ihrem Wallet, aber bald sollen sie damit eben auch einkaufen können und da Geschäfte abwickeln können. Und wenn das alles klappt, dann hätten sie damit jetzt aber plötzlich auch eine eigene stabile Währung für Transaktionen und auch zur Wertaufbewahrung. Ist das ein Durchbruch oder ist das eher Augenwischerei oder so? Edelmetallmünzen bringen ja viele Länder raus. Die USA prägen zum Beispiel ihren Gold Eagle, hier mit der Lady Liberty vorne und hinten ein Porträt von Joe Biden. Deutschland würdigt den Lügenbaron Münchhausen, eine Silberprägung. Jedes Land hat ebenso seine Helden. Das sind auch alles offizielle Zahlungsmittel. Und trotzdem würde jetzt aber ja keiner sagen, der Dollar oder der Euro, die sind zum Teil goldgedeckt, sondern das läuft so nebenher eben und das spielt auch keine große Rolle. Und so ist es im Prinzip auch in Simbabwe. Es gibt diese goldgedeckte Digitalwährung. Der richtigen Währung hilft es erstmal nicht viel. Nur die hat eben in Simbabwe sowieso schon komplett abgewirtschaftet, sodass es jetzt möglicherweise eben so ist, dass die neue Währung die alte zum Teil ersetzt, weil sie eben einfach besser ist und dass sie aber zum Teil vielleicht auch den US-Dollar ersetzt. Und das ist auch das Ziel. Und es geht da nicht um dieses große Thema De-Dollarisierung der Welt, sondern die Bürger und die Unternehmen in Simbabwe, die wollen einfach nur verzweifelt ihre Kaufkraft schützen. Und bis jetzt geht es eben hauptsächlich nur über die Massenflucht in US-Dollar. Aber jetzt kriegen sie von ihrem eigenen Land plötzlich eine Alternative, eine Währung, in der sie dann in Zukunft einkaufen können, aber diese eben auch mal ein paar Wochen lang behalten können, ohne dass sie dann nur noch die Hälfte wert ist. Und das heißt im Idealfall, es fließt eben nicht mehr alles, was die Leute verdienen, gleich ab in den US-Dollar-Raum. Und das kann dann eben vielleicht sogar die richtige Währung auch stützen. Das System hat nur leider Grenzen. Es gibt ja viele, die sagen, unsere Währungen weltweit, die sind doch nichts mehr gedeckt und alles nur noch Papiergeld. Wir brauchen dringend wieder so eine Art Goldstandard. Warum macht man das nicht? Warum deckt jetzt Simbabwe zum Beispiel seine Währung nicht gleich mit Gold ab? Weil es so viel Gold natürlich nicht hat. Und die USA und China und Japan, die haben das natürlich auch nicht. Woher auch? Und das war ja auch der große Wahnsinn bei dieser goldgedeckten BRICS-Währung eben. RT News hat gesagt, diese Währung kommt und alle haben es dann nachgeplappert. Auch viele ganz tolle Goldexperten, ohne dass sich jemand mal gefragt hätte, wie realistisch das überhaupt ist. Das heißt, allein schon aus dem Grund ist eine Golddeckung für die Welt nicht wirklich eine Lösung. Aber ist es vielleicht wenigstens eine Lösung für ein einzelnes Land? Simbabwe produziert ungefähr 40 Tonnen Gold im Jahr mit einem Wert von 2,7 Milliarden Dollar. Das Gold gehört natürlich jetzt nicht der Notenbank, die muss es auch erst kaufen. Und jetzt wissen wir zwar, eine Notenbank kann natürlich mit selber geschöpftem Geld
alles kaufen. Nur wenn das Geld nicht mal großartig was wert ist, dann wird es natürlich schwierig. Das heißt, das Ganze mit dem Gold, das wird teuer für Simbabwe. Und zum Beispiel der IWF, der hat auch schon gewarnt und hat gesagt, gebt das viele Geld doch lieber für irgendwas Sinnvolles aus. Aber wie auch immer, gehen wir mal davon aus, Simbabwe schafft das und hat dann eine neue alternative Währung, die breit goldgedeckt ist. Die wäre dann natürlich plötzlich sehr stabil, die wäre plötzlich sehr attraktiv, das ist gar keine Frage. Die Folge wäre dann aber, dass in Simbabwe dann alles plötzlich vom Goldpreis abhängig, was zum Beispiel für den Außenhandel dafür wäre die Währung wahrscheinlich zu stabil. Das würde den Außenhandel oder die Exporte dann abwürgen, mehr oder weniger. Das Land wäre dann ja nicht mehr wettbewerbsfähig. Denken wir an Länder wie Argentinien. Argentinien hat versucht, seine Währung an den Dollar zu koppeln, obwohl der Dollar ja nicht unbedingt zu Argentinien passt. Und es hat auch nicht funktioniert. Das hat die Exporte abgewürgt, das hat das Land geschwächt und es war außerdem eben abhängig von der Wertentwicklung einer Währung, die mit dem eigenen Land gar nicht viel zu tun gehabt hat. Und damit ist es dann in gewisser Weise eben in der Knechtschaft gewesen von einer anderen Währung. Und gleichzeitig, von dem Moment an, wo man am Markt merkt, dass das vielleicht nicht funktionieren wird, da beginnt dann auch eine Spekulation gegen die Dollarbindung. Der Markt übt Druck aus und man testet. Man testet, wie lang schafft Argentinien die Dollarbindung, bis der Notenbank dann die Dollar ausgehen, oder wie lang schafft Simbabwe eine Goldbindung, bis es sagen muss, wir können nicht mehr einlösen. Und das sind Wetten, bei denen man eben normalerweise nichts verlieren kann, bei denen man aber möglicherweise einiges gewinnen kann. Eine Golddeckung in einem einzelnen Land, in einer Welt mit lauter ungedecktem Geld und gleichzeitig mit Billionen Spekulationskapital, das ist ein hohes Risiko. Das muss man sich als Land sehr, sehr gut überlegen, ob man sich sowas antut. Weil von dem Moment an, wo man sich da exponiert, da stehen die Barbaren auch schon vor den Toren. Golddeckungen hätten dann eine Chance, wenn so gut wie alle Währungen da dann irgendwie zusammengeschlossen sind. Also wenn es einen Goldstandard gibt, so wie zum Beispiel im Bretton Woods System nach dem Zweiten Weltkrieg von 1944 bis 1973, wo eben dann nicht alles Gold gedeckt sein muss, hundertprozentig, sondern wo die Zentralbanken statt Gold dann eben auch Reservewährungen haben können, andere Währungen, die dann eben ihrerseits möglichst goldgedeckt sind. Aber man kann das alles verklären, wie es war. Man kann sagen, damals sind hinter unserem Geld noch Werte gestanden und so weiter. Aber es war eben auch ein brutales System. Die Wechselkurse waren fest. Die Länder haben keine eigene Geldpolitik gehabt, so wie wir sie heute kennen. Sie haben die Kontrolle auch über ihre Wirtschaftspolitik zum Teil aufgeben müssen. Und wenn es irgendwo nicht so gut gelaufen ist, dann hat sich das nicht über die Wechselkursänderungen wieder ausgeglichen, sondern diese Länder sind dann einfach ausgeblutet. Papiergeldsysteme scheitern, Golddeckungssysteme scheitern aber auch. Und im 20. Jahrhundert sind sie eigentlich auch ständig gescheitert. Vor dem Ersten Weltkrieg, dann in den 30er Jahren und dann eben auch das Bretton Woods System. Weil am Ende erstens eine echte Golddeckung sowieso nicht möglich war, eine hundertprozentige, aber eben auch, weil der Goldstandard alle Länder, so unterschiedlich sie eben sind, in ein System gezwängt hat. Es gibt viele Leute, die zum Beispiel den Euro komplett ablehnen, weil sie sagen, wenn man Länder, die so unterschiedlich sind, wenn man die in ein System zwängt, das kann nicht gut gehen. Interessanterweise sind es aber oft die gleichen Leute, die für einen Goldstandard sind. Aber wenn die Eurozone schon eine Fehlkonstruktion ist, wie soll dann ein globales Golddeckungssystem funktionieren, wo man dann ja wirklich keinerlei Kontrolle mehr hat über das eigene Geld und ja auch zum guten Teil eben nicht mehr über die eigene Wirtschaft auch? Meiner Meinung nach führt dahin kein Weg zurück und wir sollten uns das auch gar nicht wünschen,
weil wir dann eben wirklich bei Knechtschaft wieder sind. Es wäre die ewige Knechtschaft ans Gold, der alles andere dann auch unterworfen wäre. Und trotzdem ist es aber signifikant, was in Simbabwe passiert. Gold ist Geld, sagen ja viele. Und dieser Spruch, das war jahrzehntelang eher abstrakt. Aber jetzt ist Gold tatsächlich wieder Geld, und zwar offizielles Geld, weil das Vertrauen irgendwo komplett weg war und weil es anscheinend eben auch im 21. Jahrhundert in so einer Lage nichts mehr gibt, von dem man glaubt, dass es das Vertrauen wieder zurückbringen kann, außer Gold. Und darum, wie gesagt, es geht da eben um mehr als nur um Simbabwe. Gold kommt offiziell zurück ins Geldsystem in einer Vertrauenskrise. Und es wird ja viel darüber gesprochen, dass gerade ja auch so eine Art globale De-Dollarisierung stattfindet und dass Gold dadurch jetzt auch wieder aufgewertet werden könnte. Das mag auch sein, aber es ist wahrscheinlich nicht das Wichtigste in Zukunft. Das Entscheidende meiner Meinung nach, das bleibt die Vertrauensfrage. Das Vertrauen in die Geldsysteme und in die Glaubwürdigkeit von diesen Geldsystemen. In einer Welt von Orks und von Trollen und von Hedgefonds und von tausend anderen Gefahren, ist es dann eben doch wieder Gold, auf das man nach all den Jahrtausenden auf wundersame Weise dann doch immer wieder zurückkommt. Und ich muss wahrscheinlich auch nicht daran erinnern, dass Gold seit dem Ende vom Bretton Woods System um 5000% gestiegen ist. Wir wissen nicht, was noch kommt auf dieser Welt. Die Welt ist wahrscheinlich auch archaischer, als man manchmal so denkt. Aber auf jeden Fall ist sie unsicher. Und eine der wenigen Antworten darauf, das ist eben sehr wahrscheinlich auch in Zukunft Gold. Und für dieses schöne Schlusswort, da wird Kettner jetzt hoffentlich eine Provision rüberwachsen lassen. Und Sie wollten mir auch noch ein Abo rüberwachsen lassen, dabei bitte auch auf die Glocke gehen, dann sehen Sie nämlich auch in Zukunft, was für neue Videos von mir da sind. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.